Gut, liebe Zuschauer, dann möchte ich Sie an dieser Stelle nochmal herzlich begrüßen zum heutigen JFD-Devisenradar-Webinar. Das Webinar zur Sendung, wo wir täglich in der Früh ab 9:30 Uhr den Markt unter die Lupe nehmen, charttechnisch auswerten und hier Chancen aufzeigen. Heute im Fokus war ja Euro, US-Dollar, US-Dollar, Yen. Sicherlich in einer spannenden Lage. Wir sehen jetzt hier gerade Euro, US-Dollar, wie er wieder mal versucht, diese Abwärtstrendlinie seit den Dezemberhochs, seit dem Verlaufshoch hier Mitte Dezember zu überwinden. Das schauen wir uns gleich im Detail an. Hier noch das kleine Gimmick-Bild als Start-Teaser-Pick für die heutige Sendung. Bärenparty in Anführungszeichen, die US-Indizes. Ja, insbesondere schwach, die Asiaten schwach. Es deutet sich eine schwächere Tendenz an und mir scheint auch, dass die Märkte wohl nach unten noch nicht fertig sind. Dazu hatten wir unlängst auch hier auf der Startseite neben heute einem interessanten Artikel über japanische Aktien das Big Picture hier vorgestellt. Auch wenn wir jetzt im Fokus natürlich die Devisen haben, ist natürlich hier der US-Dollar-Index als Leitwährung. Auch natürlich hier nicht ganz unabhängig in Sachen US-amerikanischer Leitindizes und deren Entwicklung. Und wenn wir den 7-Jahres-Zyklus hier betrachten vom S&P 500, hat sich ja hier gezeigt, dass im Grunde genommen rein zyklisch hier auch mit dieser leichten Top-Bildung, die wir ja hier seit Mitte letzten Jahres sehen, durchaus noch ein Stück weit Luft nach unten erschließen könnte. Und meine lieben Zuschauer, Sie dürfen nicht vergessen, wir haben immerhin in diesem Jahr ja schon eine enorm starke Performance an den Tag gelegt, eine enorme Intensität an Gewinnen, Verlusten. Also die Volatilität blieb hoch, bleibt hoch, aber grundsätzlich seit 2009, Sie sehen es ja hier im S&P 500 Monatschart, ja, von einer Rallye kann man hier gut und gerne sprechen. Wir haben uns hier ganz, ganz sauber hier verdreifacht, also hier knapp von den Tiefs ausgehen, 650, 670 Punkte eben hier vom Tief. Bei diesem Tiefpunkt hat sicherlich keiner direkt zugeschlagen, weil mit diesem Durchbruch unter die Unterstützung von 790 Punkten damals im Prinzip ein neues Verkaufssignal generiert wurde. Aber hier dann diese dramatische Umkehrbewegung à la V-Reversal deutete dann schon das an, was wir hier sehen. Und das ist im Prinzip hier ein enorm starker Rallye-Impuls, der hier im Prinzip, wie gesagt, den Index beflügelt hat auf ein neues Allzeithoch. Und der S&P 500 ist nun mal der Leitindex in den USA. Und diesen sehe ich, ja, zusehends schwächer. Wir sehen auch hier diese Augustkerze vom letzten Jahr und die darauf anschließende Erholung. Und jetzt kippen wir wieder nach unten. Das ist ja alles eine Situation, die mir hier nicht ganz so positiv scheint. Und ja, im Grunde genommen kann man hier nach einem neuen Verlaufstief, ich werde auch gleich mal den Chart direkt öffnen vom S&P 500, damit wir hier auch die Realtime-Konstellation haben. Ich wollte aber an dieser Stelle eben nur mal darauf hinweisen, dass wir natürlich auch hier immer mal wieder die großen Indizes auch im Auge haben. Und ich sehe gerade im Chat wird auch nochmal der DAX hinterfragt. Natürlich können wir auch kurz auf den DAX schauen, aber im Schwerpunkt soll es natürlich hier um die Devisen gehen. Ja, aufbauend auf das Devisenradar, wo wir, wie gesagt, heute schon Euro, US-Dollar, Euro-Yen besprochen haben. Euro, US-Dollar nur nochmal ganz kurz dann wegen der möglichen Ausbruchstendenz, die wir gerade sehen. Hier aber der S&P 500 Index mit seinen Zyklen und hier der Monatschart. Und hier eben die Situation der August-Candle und wir bewegen uns genau in dieser. Müssen wir uns mal ein Stück ranzoomen an die Geschichte hier. Und da wird sehr, sehr schön deutlich, dass wir hier in Range dieser Augustbewegung sind, also vom Hoch und Tief des Augustpunkts, sind wir hier letztlich in einer Seitwärtsphase gefangen. Und diese ist ja, wie gesagt, noch nicht wirklich abgeschlossen, noch nicht wirklich ausgelöst in Richtung Long oder Short. Klar haben wir jetzt hier diese Tendenz mit diesem neuen Mehrmonatstief, aber ein Close, ein Monthly Close darunter bestand bisher nicht. Die große Frage wird eben auch die sein, ob die US-Notenbank hier am Markt weiter interveniert in der Richtung, dass sie jetzt eben hier ein Stück weit zurückrudert nach dem Motto Leitzinserhöhung, Leitzins, Perspektive 2016, 17, wie weitere Leitzinserhöhungen, also hier quantitativ easing, gar nicht mehr dran zu denken. All das vielleicht dann doch wieder relativiert, wenn die Indizes abkippen und dann kommt es hier durchaus wieder zu einer Flutung der Märkte. Das dürfte die Indizes auf jeden Fall stabilisieren, nach oben ziehen, aber grundsätzlich meine ich, wäre das dann nur eine Verschiebung wieder der realwirtschaftlichen Gegebenheiten und unter uns gesagt, die Notenbanken nehmen seit langem, speziell seit der Finanzmarktkrise, viel zu viel Einfluss an den Märkten. Und hier werden gewisse
wie möchte man es am besten ausdrücken, gewisse Marktgleichgewichte ganz klar verschoben. Das wissen Sie, brauchen wir nicht zu sehr fundamental beleuchten, aber wir haben hier eine enorme Schieflage, Aktienkaufprogramme, ETF-Kaufprogramme, Anleihekaufprogramme. Das ist eigentlich nicht das, wie die Wirtschaft funktioniert, wenn hier die Notenbank solche Aktionen startet. Auch die Leitzinspolitik weltweit in Sachen Abwertung von Währung ist hier wirklich bedenkenswert. Das muss sich entladen, wird sich entladen. Man muss es letztlich sehen. Tatsache ist, mir sehen die US-Indizes und auch der deutsche Leitindex hier noch nicht fertig aus nach unten. Und das könnte den US-Dollar-Index als Fluchtwährung zunächst auch wieder beflügeln. Diesen hatten wir, ich gehe auch gleich nochmal kurz auf den DAX ein, diesen hatten wir heute auch hier im Gespräch. Mr. Qualle zugegen, wie ich vorhin im Chat kurz gelesen habe, der Roland. An dieser Stelle auch Grüße in den Äther sozusagen. Hier auch, wie gesagt, da sind Sie auch gern mal aufgerufen, Ria, auch gern Charts Ihrerseits zu posten. Ja, das ist natürlich hier eine Art Community. Ich liefere eh den Content und die Tracks, aber wenn man sich hier untereinander austauscht und hier als Devisenbegeisterter sich sozusagen einfindet, dann kann man hier auch natürlich hervorragend miteinander agieren. Und wir sehen hier mal den Chart vom Mr. Qualle sozusagen. Und da sehen wir den Leitindex, also den US-Dollar-Index als Leitindex für den US-Dollar, der hier sozusagen als Warenkorb eben hier seinen Außenwert darstellt. Und ja, der hämmert hier buchstäblich immer an die 100-Punkte-Marke. Das schauen wir uns hier nochmal im Big Picture an, weil hier die Kursindikation nicht so weit zurückreicht. Gehen wir mal kurz hier auf den großen Chart ein. Das hier der Wochenchart seit 2013, 2014. Hier dann eben der Schwenk der US-Notenbank, können wir hier noch ein Stück weit rausscrollen, große Seitwärtsphase 2012, 2013, 2014, hier kam dann auch der Devisenskandal. Das alles führte aber nicht wirklich zu einer Zunahme der Volatilität, vielmehr eben zu einem fortbestehenden Schwund der Volatilität am Markt. Das war keine einfache Zeit 2013, insbesondere hier 2014, aber dann im Sommer ja, mit charttechnischem kleinen Ausbruch. Hier dann diese große Bewegung. Das war hier die US-Dollar-Rallye vor dem Hintergrund. Quantitative Easing Stop. Wir erhöhen die Leitzinsen. Also der angelsächsische Bereich, speziell die USA, mit einem ganz klaren Richtungsschwenk. Und das führte hier eben zu den Vorschusslorbeeren dieser US-Dollar-Aufwertung. Man muss sich vorstellen, hier seit Sommer 2014 wurde das letztlich propagiert und erst anderthalb, 2 Jahre später letztlich kam hier dann wirklich die Umsetzung und der Finanzmarkt hat es hier hervorragend vorweggenommen. Sie sehen es hier ganz klar, der Markt hat hier mit Ausgabe der Notenbank-Ausrichtung hier ganz klar die Trendwende vollzogen. Der US-Dollar hat hier vielmehr diese leichte Erholungsbewegung. Jetzt gehen wir mal ein Stück weit raus im Chart. Also wir haben hier praktisch das Tief in der Finanzmarktkrise, dann gab es hier eine volatile Seitwärtsphase und ein symmetrisches Dreieck hier von diesen Hochpunkten ausgehend und hier dann eben diese Seitwärtsrange seit 2012 und das Ganze wurde dann eben hier nach oben bullisch aufgelöst. Das hätte auch alles anders kommen können. Wir hätten auch hier nach unten wegbrechen können und der US-Dollar-Index sozusagen in einer neuen Talfahrt. Dann wäre Euro-US-Dollar jetzt mit Sicherheit schon im Bereich 1,80,2 zu finden. So kam es nicht. Hier die perfekte Umkehr und jetzt, sage ich mal, hat der Euro-US-Dollar fast schon unmittelbar die Parität vor sich. Ob die kommt, auch dazu kennen Sie mein Statement. Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert, vor dem Hintergrund auch, dass der US-Dollar-Index eben hier, wenn er denn über die 100 Punkte ausbricht und hier sozusagen nochmal auch im Zuge einer möglichen Kapitalmarktschwäche, einer Ausdehnung hier einen Zufluchtsort findet, dass hier so ein Stück weit Panik aufkommt, der Dollar entsprechend nach oben raushebt sich hier und der Euro entsprechend einknickt. Ja, also hier, die US-Indizes dahingehend, wie gesagt, ein Stück angeschlagen. Gehen wir mal kurz auf den DAX. Haben wir unseren DAX. Auch hier im Monatschart-Intervall, Big Picture, und auch hier sieht die Situation keinesfalls anders aus. Wir haben hier im Prinzip seit dem All-Time-High 12.390 eine Abwärtsbewegung, die hier auch diese Trendlinie mehr oder weniger darstellt, beziehungsweise diese Trendlinie kann hier mit diesem Fake-Ausbruch vom November und diesem Rückfall im Dezember durchaus als relevant wieder aktiviert werden. Und jetzt sind wir hier so an dieser, ich sag's mal fast, Schnittstelle um 9.850 Punkte, diese Supportzone hier. Da wird sich's auch drehen, wenn wir jetzt speziell den S&P anschauen, 1870, da das Skill-Level hier 9.850, da sind wir so unmittelbar dran gerade, stellt sich eben die Frage, wie wir zum Januarabschluss aus dem Handel gehen, also sprich diesen Freitag. Wir haben heute Abend die Notenbank, wir haben hier dahingehend sicherlich Indikationen für die kommenden
Tage bzw. Indikationen für die kommenden Wochen vielmehr, bis dann eben die nächste Notenbank-Sitzung ansteht. Hier haben wir auch morgen noch einige Wirtschaftsdaten und am Freitag hier, da wird es nochmal interessant, die Notenbank Japans. Also zum Monatsende hier ein wirklich finaler Abschluss in Sachen Notenbanken. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn es hier nicht zu einer Überraschung kommt, dass es eben ja, weitere Rücksetzer gibt. Und der DAX scheint mir hier auch noch nicht fertig. Und wenn wir mal den DAX anschauen und hier das große Chartbild sehen im Big Picture, wie gesagt, ich mache hier keine Kurzfristanalyse, sondern nur mal das Big Picture, dann sehen wir hier dieses Widerstandslevel um 8.100 Punkten. Eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und das ist es aber, wo ich den DAX persönlich gern sehen würde und zugegebenermaßen daran auch anfangen würde, physische Aktien wieder aufzulegen. Hier, das wäre ein Pullback-Level, wie sich das der technische Analyst nur wünscht. Wir haben hier diese Aufwärtstrendlinie, ja. Wir haben hier diesen Horizontalwiderstand und wir haben hier vom Allzeithoch das 50er Fibonacci-Retracement. Also das hier ist wirklich ein Key-Level. 8.100 plus minus 200-300 Punkte. Da machen Sie das nicht auf den Punkt fix, aber das ist ein Level, wo man sagen darf, sagen kann, wenn der DAX hier hinlaufen sollte, dann wäre das für mein Dafürhalten die Kaufchance des Jahrzehnts. Natürlich im Zuge einer zunehmenden Krise können Sie auch deutlich tiefer gehen, aber Sie sehen ja mal hier das grundsätzliche Bild. Ich scrolle mich noch ein Stück weiter raus hier bis zu den 90ern. Der Trend zeigt nach oben. Ja, aber Sie dürfen natürlich auch nicht übersehen, dass wir immer wieder gepaart hier Dotcom-Blase, hier Finanzmarktkrise, gab es hier 2011 mal eine kleine Korrektur, aber seitdem hier eben der enorme Aufwärtslauf, den wir eben auch am S&P gesehen haben. Und das ist hier unterm Strich eine Situation, die den Markt hier sicherlich ja, zu einem stärkeren Durchatmen mal veranlassen könnte. Die US-Notenbanken, wie gesagt, haben das ja hier seit 2008 mehr oder weniger gestützt. So richtig ist da, wie gesagt, ungünstigerweise nicht gehandelt worden, meines Erachtens. Man hätte ja 2008 sozusagen auch, 2008, 2009, ja, den Markt entscheiden lassen sollen. Das wäre kritisch geworden. Das hätte auch viele ja, schwere Spuren hinterlassen und dergleichen. Aber die künstliche Stützung hat die Situation meines Erachtens jetzt nur verschärft und es dürfte möglicherweise weiter sich verschärfen, wenn denn der Aktienmarkt stärker zusammenbricht und die Notenbanken hier dann erneut zurückrudern. Dazu mal ein kleines Worst Case an dieser Stelle. Wenn Euro-US-Dollar, jetzt muss ich mal gerade den Euro-US-Dollar-Chart, den Harmony-Pattern-Chart aufrufen, den ich hoffentlich gleich finde. Dazu muss ich in einen anderen Ordner gehen. Dann rufe ich mal den Euro-US-Dollar aus. Ich erwarte hier grundsätzlich den Touch zur Parität. Also dieses Level hier. Warum? Auch hier, weil wir hier einen Harmony-Pattern auf der Flur sehen, hier nach Gartley 222. Wir wollen nicht zu exotisch werden, aber hier hat's, oder das hängt hier letztlich mit den Fibonacci-Retracement-Leveln zusammen, Fibonacci-Extensions. Man versucht hier sozusagen Gleichläufe am Markt zu finden, zu identifizieren. Und das ist hier praktisch ein bullisches Umkehrmuster, was hier eine Zielzone im Bereich der Parität voraussagt. Dass das zutrifft, steht nirgends. Das heißt nicht, dass das passieren muss, aber es würde technisch die Situation begünstigen, dass wir hier zunächst nochmal eine Dollarstärke sehen, Euro entsprechend schwach, US-Indizes, DAX beispielsweise dann auch hier nochmal einem Hype, um dann aber wie gesagt eine Umkehrbewegung zu erleben. Und beim Euro-US-Dollar würde ich hier im Bereich der Parität aufpassen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann, wenn wir diesen Bereich touchieren, weltweit oder besser gesagt, wir wollen es nicht übertreiben, europaweit, deutschlandweit dann zu Gesängen kommt, wie der Untergang des Euros ist da. Der Euro wird weiter an Wert verlieren. Sie kennen die Medien, die medialen Effekte. Ich rechne damit, dass das in der Bildzeitung beispielsweise auch auf der Startseite stehen wird, wenn hier die Parität erreicht wird bzw. unterschritten. Und dann, liebe Zuschauer, ist die Stimmung zum Euro so dermaßen schlecht, das Sentiment, dass dann sicherlich auch hier Niveaus rumgereicht werden von zum Millennium hier, besprechen hier Niveaus um 0,82, ja, dass diese Levels dann sozusagen auf die Agenda rücken. Und wenn das geschehen sollte, also diese Levels rein hypothetisch genannt werden, glaube ich, sind wir hier an einem Schwellpunkt, der im Zuge dieses harmonischen Umkehrpatterns ja, hier durchaus spekulative Long-Einstiege zulassen könnte. Dann allerdings auch erst mit einer gewissen Maxime von Umkehrsignalen, also hier einfach bei der Parität einen Long zu starten oder bei 0,99 oder 1,001, erscheint mir hier ein Stück weit zu hot. Warten wir mal lieber ab, was passiert, wenn der Markt wirklich in diese Richtung datiert und der Markt sich dort befindet. Also hier eine mögliche
bullische Divergenz, eine Hammerkerze auf Monatsbasis. Das wären so Geschichten, wo man sagen kann, okay, hier hat man einen Anhaltspunkt, dass es wirklich eine Gegenbewegung geben kann. Und wenn diese eben kommt, dann stehen die Chancen mal gar nicht schlecht, dass es dann eben aufwärts gehen kann. Dazu aber auch hier mal ein Big Picture Chart zum Euro-US-Dollar. Selbst wenn wir in der Parität drehen sollten, nur leichte Unterstützung finden wir hier noch bei 0,9680. Ja, leichte Unterstützung deshalb, weil das einer der wenigsten Anhaltspunkte ist, die man hier überhaupt findet. Wenn wir aber, wie gesagt, hier in diesem Level irgendwo einschwenken, dann könnte Euro-US-Dollar im Sinne des Harmony-Patterns hier tatsächlich eben eine Aufwärtsbewegung starten, die dann hier bis 1,30 möglicherweise führen könnte. Aber wenn wir uns das anschauen, dann sind wir hier immer noch selbst bei 1,30 am Bereich dieser übergeordneten Abwärtstrendlinie des oberen, also diese obere Abwärtstrendkanallinie des Abwärtstrendkanals hier. Und ja, selbst das wäre im Prinzip nach aktueller Einschätzung auch nur ein korrektives Bewegungsmuster innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends. Also wir wollen jetzt hier nicht orakeln bis 2020, 25, aber ich denke 2016, 2017 wird es sicherlich also neue Tiefs geben, um dann möglicherweise aber auch hier ein Stück nach oben wieder zu pushen. Ja, also ich glaube nicht, dass Euro-US-Dollar hier wie ein Stein nach unten fortfällt, wie wir das hier seit 2014 gesehen haben. Das ist übrigens hier genau die Spiegelmarke. Ja, wir haben den US-Dollar-Index ja gerade gesehen hier seit 2014 mit dieser Geschichte hier, dass der Markt hier diese enorme Rallye startete. Ja, genau das umgekehrte Bild hat dann Euro-US-Dollar entsprechend gemacht. Klar, der Euro wird hier in US-Dollar gehandelt und wenn der US-Dollar aufwertet, dann verliert der Euro entsprechend. Und das ist natürlich hier das Spiegelbild. Aber es lässt sich ja sehr schön abzeichnen, dass zunächst noch was nach unten kommen kann. Aber ich denke dann hier der spekulative Charme einer Umkehr besteht. Gut, die Indizes haben wir uns, wie gesagt, jetzt mal ganz spontan in aller Kürze und Würze angeguckt. Das soll natürlich auch nicht der Schwerpunkt hier sein. Wir sind ja beim Devisenradar. Insofern wollen wir uns auch wieder den Währungen zuwenden. Hier der Chart von Mr. Qualle. Wie gesagt, heute Abend wird es spannend auf den US-Dollar-Index vollzogen. Hier eine schöne Chartzeichnung, die wir dann natürlich auch, wenn wir hier im Stream sozusagen interaktiv Charts postet oder auch reinstellt, dann natürlich auch hier sozusagen besprechen können. Auch dazu, wenn Sie hier Interesse haben, wie gesagt, einfach mal Charts selbst angehen und hier auch reinziehen in das, in den Thread, in den Post und dann können Sie hier auch immer wieder sozusagen sich nicht nur mit mir, also ich bin nicht rund um die Uhr da, aber mit den anderen Teilnehmern immer mal wieder austauschen und darum soll es ja hier auch gehen. So, der US-Dollar-Index, wie gesagt, hier spannend. Eine mögliche Umkehr wird hier in Aussicht gestellt. Hier das Level kurzfristiger Natur um 98,30 ist interessant, auch gerade wegen diesen Hochpunkten hier. Also hier so ein kleiner Spike-out nach unten wäre geradezu ideal, um dann möglicherweise eben doch die Attacke hier nach oben zu starten. Was heute Abend passieren wird, solche Notenbank-Events sind immer ein Stück weit gewürzt in Sachen Bewegungsimpulsen. So recht kann man sich da eben nicht festlegen. Die Leitzinsanhebung im Dezember war ja weitestgehend erwartet. 0,5% war dann auch schon ein Stück weit über den Durst. Aber letztlich ist hier viel passiert. Und was heute passieren wird, das steht eben so ein Stück weit in den Sternen. Also noch eine Leitzinsanhebung wird es auf keinen Fall geben. Vielmehr eben hier die Aussagen von Janet Yellen werden davon Interesse sein, wohin die Reise uns denn dann hier weiterführen wird mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate. Das wird sicherlich hier der Schwerpunkt sein. Gut, also dann würde ich mal sagen, wir widmen uns jetzt mal vermehrt den einzelnen Aktien. Also US-Dollar-Index sehe ich hier kurzfristig mit diesem Spike nach unten durchaus gut eingefangen, 98,30 sollte der Markt wieder drehen. Da bin ich auf der Seite von Mr. Qualle sozusagen. Hier sollte sich auf jeden Fall eine Stabilisierung ergeben. Falls das nicht passiert, dann haben wir hier noch deutlicheres Abwärtspotenzial, was ergo den Euro-US-Dollar hier nach oben beflügeln dürfte. Gut, so viel dazu. Den US-Dollar-Index übrigens, den haben wir ja auch hier drin, JFD Brokers als Indikation. Deswegen die Historie auch, weil wir den selber ja nicht seit Jahrzehnten aufgelegt haben. Das auch interessant zu wissen, wenn Sie hier FX-Charts zeichnen und hier das empfehle ich Ihnen natürlich immer, die JFD-Indikation zu nehmen. Warum? In dem Fall habe ich hier noch eine falsche Einstellung gehabt, aber ich sage es Ihnen auch warum, weil eben, werden Sie wissen, JFD Brokers eben hier den reinen Interbanken-Spread, das reine Interbanken-Pricing darstellt und hier eben nicht irgendwie gemoschelt wird mit Market Makern oder Dealing Desks. Sie bekommen also hier genau die Preise, die im Interbanken Preissegment zu finden sind und da haben wir, wie gesagt, ein ganzes Sammelsurium an Teilnehmern, will ich Ihnen nochmal kurz zeigen und da auch mal ein kleiner Hinweis für Sie, wenn Sie
hier an die Brokerlandschaft mal schauen, dann schauen Sie ruhig mal hier, wie viel Liquiditätsanbieter Ihr Broker sozusagen da hat. Und falls dieser Broker da irgendwo im Bereich von 5 oder 6 Banken rumkrebsen sollte, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das Pricing im Interbank-Segment mit nur so wenig, also im Preispool mit nur so wenigen Partnerbanken, sicherlich nicht das beste Pricing darstellt. Übrigens überdies auch hier ganz klar die Spreads, ja, der Durchschnitt, hier wohl bemerkt in der Londoner Session. Aber wir sind auch hier spread-technisch genau da, wo wir hingehören. Und da können Sie sich gerne mal ein Beispiel nehmen, wo andere Broker da rumhantieren. Das ist teilweise unverschämt und dass es das heutzutage noch gibt, ist mir teilweise echt ein Rätsel. Aber da wird eben viel Schabernack betrieben und insofern mir auch immer ein Anliegen, hier Ihnen mal das zu zeigen, worum es geht. Nämlich Just Fair and Direct ist eben nicht nur so dahingespinselt, sondern der Name ist Programm bei JFD und darum kann ich da auch vollends dahinterstehen und bin auch froh, da mit Lars Gottweg, einem früheren Trader-Kollegen, der ja nichts anderes gemacht hat, als von der Trader-Riege sozusagen dahingehend zu einem Broker zu gründen, um eben genau das zu bekommen, was er damals nicht erhalten hat, nämlich faires Pricing. Und damit werden wir dieses Jahr auch noch ein Stück weiter nach vorn gehen. Lassen Sie sich überraschen dahingehend, was da noch kommt. Wir haben ja neben der Geschichte Guidance und JFD, Broker-Anbindung, großes Thema. Aber warten Sie ab, was dann im Februar kommt. Wir sind schon in der Beta-Phase, da laufen Tests, aber wie gesagt, so eine Einführung will halt immer wohl überlegt sein, aber da wird, wie gesagt, ganz, ganz viel kommen. Und auch den Agina-Trader, wie ich gerade vom Fersi lese, ist natürlich im Gespräch. Mit dem Gilbert sind wir auch hier, natürlich im Kontakt schon seit langem. Jetzt aber, wie gesagt, erstmal die zwei anderen Launches und dann hinten dran auch ganz klar der Agina-Trader, weil eben so viel nachgefragt und weil wir das eben unseren Kunden auch mit mehreren Plattformen anbieten wollen. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Übrigens, wer von Ihnen im März im Bereich Frankfurt wohnt, der darf sich hier schon mal freuen, da wir hier kleines Vorab-Gimmick, da wir hier bei den diesjährigen IB Days verstärkt auftreten werden. Es wird eine ganze Agenda an Vorträgen geben und hier dürfen Sie sich auch schon mal, zumindest ist es angedacht, auf unseren André Tietje freuen. Unseren in Anführungszeichen, er ist ja bei Gottmord mit seinem Service vertreten, aber dort wird hier schon mal diese Situation stattfinden, dass Mr. Elliott Wellen sich persönlich dann sozusagen nochmal darbietet und hier auch seine Big Picture-Analysen und auch Trading vorstellt. Also das wird ein Riesenspaß, sowohl in Frankfurt als auch generell hier. Wie gesagt, wir werden ein Stück weit noch nach oben fahren und jetzt wollen wir aber wieder mal zurück zu dem Markt gehen. Also ich empfehle Ihnen hier immer den Handelsplatz eben dessen Brokers auszuwählen, welchen Sie nutzen. Am FX-Markt ist hier eben ganz klar der JFD Preispool zu empfehlen. Wer was anderes nehmen will, soll es tun. Jeder ist, oder jede Einstellung sei da freigestellt für Big Picture-Analysen, weil unsere Kurshistorie aufgrund unseres vierjährigen Bestehens ja auch nicht bis 2005 reicht. Da kann man natürlich dann auf den Big Picture-Charts, Wochencharts und dergleichen sicherlich einen anderen Broker nehmen. Aber ich würde hier immer empfehlen, dann wie gesagt im kurzfristigeren Bereich, Tageschart, auch hier dann entsprechend den Chart auszuwählen, der hier das Pricing mit JFD Brokers eben versieht. Gut, wollen wir uns jetzt mal dem Markt noch speziell zuwenden. Wir haben, wie gesagt, einiges an Indizes schon beleuchtet. Euro, US-Dollar stand im Radar heute im Blickpunkt. Den will ich jetzt trotzdem auch noch mal vorholen. US-Dollar-Index können wir dann vielleicht gleich im Kontext noch mal im kurzfristigen Bild besprechen. Die Situation hier eben die, sehen Sie am Stundenchart vom Euro-US-Dollar, ja, hoch vom Dezember, September wollte ich schon sagen, hoch vom Dezember, hier korrektive Abwärtsimpulse und hier immer mal wieder der Versuch nach oben rauszulaufen. Es gelang per Daily Close schließlich letztlich nicht. Jetzt haben wir hier diese Kerze und das könnte eigentlich spannender nicht sein, beziehungsweise das bedeutet hier Druckaufbau par excellence. Wir sehen hier im Prinzip die Kerze, die genau an dieser Trendlinie notiert. Ein ähnliches Bild hatten wir schon am 20. und auch hier am 15.01., hier Intraday auch mal am 11.01. Dennoch die Lage die, dass der Markt natürlich jetzt an einer Schnittstelle steht, an einem Entscheidungspunkt. Und entweder gibt es heute den Daily Close oberhalb von 1.0292, das wäre per se für mein Dafürhalten eben ein Kaufsignal oder eben hier ein Rückgang unter das Tief vom Freitag, hier unterhalb von 1.077, 1.078, würde meines Erachtens hier eine weitere Preisschwäche initiieren. Also es wäre zumindest aus meiner Sicht anzunehmen, dass der Markt, wenn wir hier drunter kippen,
wohl weiter fällt, dann innerhalb dieses Abwärtstrendkanals sicherlich als erstes hier zum 61er Fibo-Level nochmal, um dann auch eine Etage tiefer hier diesen unteren Trendkanal bei 1062 etwa anzusteuern. Das wird heute Abend sehr, sehr spannend. Entscheidung, wie gesagt, steht hier aus. Die Kerze ist denkbar klein. Euro-US-Dollar auch heute, wenn ich mal auf den Trading Desk lunze, 61 Pips gelaufen. Das ist überschaubar. Ohnehin gestern auch 55 Pips nur im 5-Tage-Durchschnitt. Euro-US-Dollar hier mit 69 Pips am Start. Also Sie sehen, die Volatilität, die ist ja sehr, sehr gering. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Volatilität könnte größer sein. Wird sie wahrscheinlich heute Abend auch werden. Also die Tageskerze ist ja längst noch nicht vollendet. Und wenn es dann eben hier zu einem Close kommt, dann könnte dies Nachfolgeimpulse eröffnen, die dann eben hier weiteres Potenzial versprechen. Frage ist eben immer, ist es nachhaltig, was wir dann sehen? Und das werden wir morgen Schrägstrich mit dem Monatsschlussstand definieren können. Und möglicherweise ist es dann so, dass wir für das anstehende neue Monats oder für den anstehenden neuen Monatsbereich, in dem Fall Februar, hier dann klarere Indikationen der Preisentwicklung haben. Wird auf jeden Fall spannend, was Euro-US-Dollar da letztlich heute macht. Also wie gesagt, hier rein Trend folgend zur Meinungsbildung könnte ich mir eben hier eine weitere Schwäche vorstellen. Also sprich, Janet Yellen bläst hier weiter ins Rohr der US-Dollar-Stärke, lässt sich hier nicht von ihrem Kurs abbringen. Dazu passt eben auch die Saisonalität. Ja, hier sehen Sie es mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage. Haben wir hier Rückenwind, der den Euro-US-Dollar nach unten drückt, rein saisonal. Das heißt nicht, dass es so kommen muss. Also das hier ist kein Abziehbild der Preisbewegung, aber zumindest eben eine Indikation, wohin es saisonal gehen könnte. Und das sieht, wie gesagt, ein Stück weit bärischer aus. Passt also ins Bild. Das heißt jetzt nicht, dass es hier generell komplett nach unten wegkippt, aber für mich, wie gesagt, hier der leicht bärische Bias, das hatte ich auch in den letzten Tagen hier schon im Stream immer dargestellt, durchaus zu befürworten. Wenngleich auch britisch Pfund US-Dollar, den können wir uns eben jetzt hier gleich nochmal zuwenden. Hier ist sicherlich keinen schlechten Eindruck erweckt, gerade hier, weil wir an dem entscheidenden Punkt sind. Und auch das hatten wir besprochen vor längerer Zeit hier mit diesem Touch des Tiefs aus 2010. Das ist hier eine ähnliche Situation. Du schaust dir zum Beispiel den Bank, sage ich schon, den Chart der Deutschen Bank an. Da sind wir auch. Holen wir uns die direkt mal auf den Schirm gerade. Moment. An einem interessanten Punkt. So. Haben wir den Chart. Gehen wir direkt mal hier schön in die Geschichte zurück. Ja, Finanzmarktkrise, also wenn man das anschaut hier, den Chartverlauf der Deutschen Bank, dann kann man auch Tränen in die Augen bekommen. Hier sehen Sie sehr schön, wo wir da aktuell stehen. Also markieren wir hier das Tief aus also zum Höhepunkt der Finanzmarktkrise. Ach Quatsch, verkehrter Wupp, weg damit. Braune Horizontallinie, da haben wir sie. So, machen wir eine Unterstützungsline draus. Zoomen und definieren das Tief. Das lag hier bei 15,38. So, da haben wir es auch ganz genau. Schwupp. So, jetzt schauen wir uns mal raus. Und ich meine, wie das britische Pfund sozusagen hier an den Tiefs von 2010 aktuell hängt, hängt die Deutsche Bank hier kurz vor den Niveaus aus oder zu Zeiten der Finanzmarktkrise eben. Und hier die Gretchenfrage, was hier passiert. Ja, also die Deutsche Bank in einem Dilemma, es scheint hier auch noch viel trotz Rückstellung, Milliardenverlust und Abschreibung, scheint es hier viel noch zu geben, was unterschwellig die Risiken der Bank da eindeutig auf der Oberseite präferieren. Nichtsdestotrotz ist hier sicherlich ein interessanter Punkt in Bälde erreichbar, aber ob diese Unterstützung hier eben halten wird, das ist die große Gretchenfrage. Und wenn wir uns dazu eben jetzt hier das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar anschauen. Das ist eine ähnliche Chart-Situation, nur haben wir hier zum Beispiel eben die Tiefs oder das Verlaufstief hier aus 2010 erreicht. Das Tief zur Finanzmarktkrise befindet sich hier im Bereich 1,35. Da haben wir hier noch gute 800 Pips nach unten, um dieses Level dann erstmal hier zu sehen. Ja, das heißt eben nicht, dass das britische Pfund hier drehen muss, aber wir haben hier charttechnisch eine Ausgangssituation, die hier den Bias ja durchaus im Sinne Reaktionspotenzial nach oben begünstigt. Auch hier mit der Schwäche vom Dezember. Hier sehen wir so eine Art Long Ledge Doji.
Also hier Eröffnung und Schlusspreis relativ nah beieinander und große Volatilität hier im Handelsmonat Dezember. Was sage ich Handelsmonat Dezember? Das ist ein Wochenchart. Hier in der letzten Handelswoche Januar. Und das lässt hier schon ein Stück weit optimistisch dreinblicken. Der Punkt ist nur, ein so eine Kerze macht natürlich hier noch keinen Frühling. Jetzt muss man natürlich sehen, was hier weiter passiert. Also wenn jetzt hier eine große bullische Kerze entsteht, dann kann man natürlich hier auch von einem Candlestick-Umkehrmuster sprechen. À la Evening Star in dem Zusammenhang dann, also hier eine Umkehrformation. Das ist sicherlich dann interessant, aber ob es denn so kommt, muss man mal abwarten. Da oder das steht dann sicherlich auf einem anderen Blatt. Dennoch halten Sie das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar im Auge. Die Chartkonstellation hier nach diesem starken Abverkauf ist in einer gewissen Art und Weise durchaus bullisch zu sehen. Es muss sich eben jetzt dann eben nur zeigen, ob das Ganze nachhaltig ist. Und das wird sich sicherlich eher früher als später zeigen. Und dann gucken wir mal oder warten mal ab, was hier passiert. So. Also rein Candlestick-technisch von den Formationen. Hier oben haben wir die Seitwärtsphase, was auch schön zu sehen ist. Sind hier die ABCD-Strukturen, das können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Also hier vom großen Ausverkauf 2014, leichte Erholung. Und jetzt wäre praktisch sozusagen eine Indikation die, dass man den gleichen Gleichlauf nach unten nochmal dranlegt. Ja, das könnte dann eben so aussehen. Ja. A, B, C, D und hier unten dann praktisch einen finalen Tiefpunkt und das würde eigentlich hier zu den 2009er Tiefs passen. Also wenn das Level hier nicht hält, meine lieben Zuschauer, dann muss man davon ausgehen, dass hier auf jeden Fall noch das Level von 1,35 touchiert wird und das würde hier ganz hervorragend zu dieser Sequenz der Preisintensität passen und wenn es hier zu einem Umkehrmuster kommen sollte und ich glaube, ich sagte gerade Evening Star, das wäre aber ein Morning Star, also das heißt hier, wenn hier eine schwarze Kerze ist, hier so eine Art Long-Ledge Doji oder zumindest so eine Unsicherheitskerze und dann hier rechts dran sozusagen eine Kerze, die hier praktisch ein ähnliches Bild wie die Vorkerze hat, dann hätte man hier sozusagen den klassischen Morning Star, nicht Evening Star, wie ist denn Evening Star, ist umgekehrt, das muss man jetzt nochmal richtig stellen. Also hier ist ein Morning Star und das ist praktisch nach Candlestick-Definition eine Umkehrformation auf der Unterseite. Ein Evening Star wäre das Ganze auf der Oberseite. Das ist jetzt sozusagen nach oben erschöpft. Aber das ist hier noch überhaupt nicht zu sehen. Das heißt, dass das hier passiert, steht außer Frage. Es könnte nur, wenn dieser Monat, und da müsste das britische Pfund natürlich jetzt hier nochmal nach 200, 300 Pips drauflegen, wenn der Monat hier so bullisch enden würde, dann muss ich ehrlich sagen, würde sich hier ein spekulativer Long Trade in Richtung 1,48, 70 lohnen. Und vielleicht sogar noch mehr. Aber von der Preissymmetrie, das sehen Sie hier sehr schön an diesem Muster, wäre, wenn wir hier das Tief vom oder von der Vorwoche unterschreiten, achten Sie hier auf 1,4076, gehen wir da drunter, dann sehe ich hier erhebliches Abwärtspotenzial, in dem Fall dann von guten 500, 600 Pips eben hier bis zu den Tiefs zur Finanzmarktkrise. British Pfund US-Dollar also dahingehend ganz, ganz interessant in der gegenwärtigen Situation. Sowieso speichert er das jetzt nicht ab. Kein Problem, müssen wir es eben manuell machen. Normalerweise geht das automatisch. Britisch Pfund US-Dollar Weekly. Wie war gleich der Tag? Jetzt muss ich kurz nach dem Tag schauen. Kriegen wir aber gleich hin. So, da. Kleiner Augenblick, ich muss ja noch kurz den Wochenchart justieren. Ladeoption WJFD. Ja. Da können wir auch gerne mal eine Einweisung machen, wie Sie praktisch hier Ihre oder besser gesagt auch die Möglichkeiten der Chart-Speicherung und des Erstellung eines eigenen Trading Desks sozusagen nutzen können. Wenn da Interesse besteht, einfach mal in den Chat schreiben. Wie gesagt, da können wir gern was machen. So, jetzt muss ich mal im Chat schauen. Also zum heutigen Fed-Meeting kam jetzt gerade 15:29, ist schon ein Stück her, aber ich habe nicht immer den Chat im Blick. Eine Frage rein. Tja, zum Fed-Meeting hatte ich schon gesprochen, ausführlich. Schauen
Schade, aber im Prinzip lässt sich es ableiten darauf, dass wir heute in einer gewissen Unsicherheitssituation sind. Ich mir aber nicht vorstellen kann, dass, auch wenn es heute nochmal einen US-Dollar starken Bias gibt, dass Janet Yellen hier den oder die Politik stark steigender Zinsen weiter favorisieren wird. Also ich denke, kurzfristig ja, mittelfristig wohl eher nein. So, du, 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 du. Okay, da kommen die ersten Feedbacks in Sachen Chartspeicherung. Also wenn wir das hier praktisch, also wenn Sie sich so eine Art Trading Desk bauen wollen, da wird sowieso im Sinne des Guidance Launchings einiges forciert werden. Da werde ich auch Webinare anbieten, um natürlich hier auch die Tools zu beschreiben, hier ein Stück weit mit Ihnen den Weg zu gehen, dessen, dass wir anschauen, was es für Möglichkeiten gibt in Sachen Konstellation, in Sachen Einstellungen und auch natürlich selbst den Handel. Dann nehmen wir Sie natürlich sozusagen an die Hand. So, jetzt kommen noch ein paar andere Fragen. Also Euro-US-Dollar sehe ich kurzfristig eher weiter bärisch, sprich, ich könnte mir vorstellen, dass der Bias für den Dollar heute bullisch ist. Mittelfristig eher, also ich glaube, der US-Dollar wird die nächsten 2, 3 Jahre nicht so steigen, wie er es jetzt getan hat. Ich könnte mir eine kleine Blasenbildung vorstellen, eben wenn er hier seine Rallye weiter fortsetzt. Und nochmal rüberziehen hier. Und im Bereich 108, da sollte man aufpassen. Ich denke, da ist eine gewisse leichte Überhitzung schon erkennbar. Und ich könnte mir dann gut vorstellen, dass der Markt dann erstmal hier im Bereich 108 irgendwo eine größere Pause vollzieht. Dass das jetzt hier so weitergeht wie seit Mitte 2014, glaube ich nicht. Obgleich wir hier nach dieser starken Rallye hier eine Konsolidierungsphase sehen. Nach dieser starken Rallye, die wir hier seit 2014 bis 2015 gesehen haben, haben wir jetzt hier 2015 mehr oder weniger seitwärts konsolidiert, was ein Stück weit bullischen Bias hat. Also hier entsprechend negativ für den Euro. Der war ja, wie gesagt, auch nicht so recht weiter vom Fleck gekommen. Geht der US-Dollar aber hier nach oben raus in den dreistelligen Bereich über 100 Punkte, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass Euro-US-Dollar in Richtung Parität geht. Und das erwarte ich durchaus, dass wir hier nochmal eine Schwäche beim Euro sehen. Kurzfristig, wie gesagt, entscheidet sich so heute Abend anhand des Trendkanals hier, den wir auch schon besprochen haben. Trendkanallinie, aktuelle Kerze, hoch, runter, hoch, runter. Also über 1,092 wäre ich kurzfristig bullisch. Unter 1,078 bliebe ich hier im Bärenmodus, den ich hier aktuell auch im Sinne dieser bevorstehenden Saisonalität befürworte. Gut. Wo der beste Entry wäre, lese ich hier noch. Tja. Augenblicklich kann man hier zumindest mal ableiten. Gehen wir dazu mal einen Tagesschart. Also ich selbst überlege, das hatte ich auch vorhin im Stream geschrieben, wir haben hier ja eine kleine Zone des Widerstandsbereichs. Eine gewisse Bodenbildung ist hier definitiv auszumachen. Und ja, eine kleine Pending Order hier oberhalb von 1,43,75 könnte spekulativ dazu dienen, hier an einem Aufwärtsimpuls teilzunehmen, der dann relativ dynamisch nach oben führen könnte. Sehen wir aber, wie gesagt, heute das, was, wie gesagt, ich so leicht befürworte. Ich kann es mit Sicherheit eben nicht sagen, dass es passieren wird, aber ich würde eben fallende Notierung erstmal begrüßen. Dann kann auch British Pfund US-Dollar auch natürlich hier noch ein Stück weiter zurücksetzen. Da muss man dann abwarten, ob es hier wirklich neue mehr Jahrestiefs gibt. Und wenn es die gibt, dann haben wir hier ganz schnell das Bild eben, dass wir hier bis 1,35 fallen können. Kurzfristig über 1,43,75 wäre die Situation ja, ein Stück weit mit positivem Charme behaftet. Dann könnte sich hier eben diese Impulswelle, die wir jetzt mal im Tagesschart noch auseinandernehmen, oder besser gesagt noch mal größer auseinandernehmen, diese Impulswelle von diesem Tief, das ist eben alles hier sehr kurzfristig. So, da haben wir es. Diesen Local Low, Zwischentief, tieferes Hoch. Jetzt wird es spannend. Ja. Wenn das hier passiert, dann haben wir hier definitiv so eine markttechnische Struktur der Aufwärtsbewegung. Dann könnte es hier Ende Januar, also wir haben jetzt dann schon Ende Januar, könnte es hier Anfang Februar durchaus nochmal zu einem Pullback kommen. Und das wäre dann hier sozusagen die ideale Einstiegschance, um an einem dynamischen Aufwärtsimpuls teilzunehmen. Ob es so kommt, man dem Short, das steht wie gesagt auf einem ganz anderen Plättle. Aber charttechnisch ist das hier schon mal spekulativ behaftet mit einem gewissen Charme einer Umkehrformation. Holen wir uns dazu nochmal den RSI auch ins Bild. Den mal weg, da ist nämlich schon einer da, der unten war. Und da sehen wir, dass hier noch nicht wirklich positive Indikationen vorherrschen. Aber ich kann mir vorstellen,
Sollte der Markt zum Beispiel hier ein Stück weit faken und hier nach unten nochmal gehen, also ein tieferes Tief machen und dann doch nicht weiterfallen, man muss für alle Bewegungskonstellationen vorbereitet sein, dann hat man hier mit Sicherheit eine positive Divergenz. Das heißt, das neue Preistief, was hier möglich werden würde, wenn wir hier nicht nach oben rausgehen, sondern eben eine weitere Schwäche ziehen, das neue Preistief könnte dann hier zu einer positiven Divergenz führen, was dann auf Tagesbasis betrachtet auch den Charme einer möglichen Reaktion nach oben befürwortet. Aber unterhalb von 1, ja, 44 rund kann man sagen, 1,43,75 würde ich hier nicht groß auf den Bullenzug aufspringen. Das ist mir oder wäre mir persönlich viel zu riskant. Da lieber mal abwarten, bis sich der heutige Rauch von der Notenbank-Sitzung verzogen hat, um dann sozusagen einen schöneren, besseren Entry zu finden, als dann jetzt hier Harakiri-mäßig aufzuspringen auf so eine laufende Situation. Aber wie gesagt, der Markt wird es uns zeigen heute Abend. Ich denke, die Impulse bzw. die Bewegungen, die wir dann sehen werden, können hier schon richtungsweisend sein. Und ja, wenn man hier zum Beispiel auch spekulativ eine Pending Order, also eine Limit Order reinsetzt nach dem Motto, wenn das Level erreicht, überwunden wird, dann automatisch Fill, also eine Ausführung der Situation. Das kann natürlich bei erhöhter Volatilität hier dann zu einer Ausführung kommen und dann der Preis letztlich nach einem Spike nach oben beispielsweise gibt dann doch wieder nach unten weg. Da muss man natürlich immer aufpassen, solche News-Geschichten, also Pending Orders, Limit Orders in den Markt zu stellen. Wenn solche News anstehen, ja, ist immer ein Stück weit mit Risiko behaftet, da aufgrund der Spread-Ausdehnung vor News, eben aufgrund der großen Marktunsicherheiten, des differenzierenden Pricings hier auch eine schlechtere Ausführung zustande kommen kann. Und insofern bin ich immer persönlich der Fan, dann erstmal abwarten, was passiert, wenn der Rauch sich verzogen hat. Das wäre so eine gute halbe Stunde, Viertel, halbe Stunde, vielleicht auch Stunde nach dem Event selber, idealerweise eben dann am nächsten Tag. Dann kann es natürlich sein, dass der Preis hier schon noch deutlich nach oben geschossen ist, was dann richtig ist in Sachen Entscheidung. Das weiß man dann ohnehin erst immer hinterher. Da wird Ihnen auch keiner sozusagen besseren Rat geben können. Das Einzige, was man dann machen kann, wäre hier auf so eine Art Pullback zu setzen. Und der erscheint mir nicht mal unwahrscheinlich für den Fall, dass wir hier so einen Ausbruch nach oben sehen. Gut. Dann fahren wir mal weiter fort im Text und schauen uns mal an, was wir hier noch so haben. Gut, schauen wir mal, Deutsche Bank haben wir gerade im Visier gehabt, können wir mal eben speichern. Also da muss ich sagen, ich kann mich hier an den Dezember 2008 erinnern. Da mutmaßte ich mit einem Bankerkollegen, der bei Merck und Fink arbeitet und Merck, Fink und Co. vielmehr, dass die Deutsche Bank hier zu den Preisen wohl nie zu haben sein wird wieder. Und es doch interessant ist, irgendwo hier zuzuschlagen. Das Tief hat sich dann eben kurze Zeit später ausgebildet, hier auch interessant nach diesem Local Low Reaktion nach oben. Dann gab es hier das tiefe Hoch, eine ähnliche Situation, die wir jetzt beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar sehen. Da ist es einfach so, dass der Markt zu solchen Zeiten, zu solchen Anlässen eben hier immer wieder eine interessante Bewegungsintensität vollzieht. Und wenn man hier so ein höheres Hoch sieht, dann hat sich da immer so eine Situation des gestauten Kaufs aufgebaut. Und das hat sich dann hier drucktechnisch nach oben entladen. Das Gleiche könnte hier zugegebenermaßen beim britischen Pfund passieren. Wer im Nachhinein so einen Chart betrachtet, da scheint es immer logisch. Hier, wie gesagt, jetzt aktuell ähnliche Situation. Also ich will nicht sagen, dass das nicht schon Kaufpreise sind, aber wenn Sie sich an die eingangs beschriebene Thematik erinnern, unter dem Credo, dass ich hier eben durchaus eine ja, weitere Fortsetzung der Aktienmärkte, eine Korrekturfortsetzung der Aktienmärkte mir vorstellen könnte, dann kann man auch davon ausgehen, dass dieses Niveau, dieses Tief hier aus 2009 zur Finanzmarktkrise, durchaus unterschritten werden kann. Das halte ich für nicht ausgeschlossen. Muss man definitiv so sehen. Und da wird sich auch hier sicherlich, wenn es denn dazu kommt, dass wir neue Tiefs sind, sicherlich erstmal einen Boden finden müssen, der dann auch im Bereich von 10 Euro je Aktie liegen kann. Das weiß man, wie gesagt, immer erst hinterher. Gut. Also Symmetrien hier beim British Pfund US-Dollar haben wir schon auf Wochenbasis.
zeitliche Sequenzen kann durchaus für eine weitere Schwäche sprechen. Tagesschartbasis, auch hier funktioniert die automatische Speicherung gerade nicht, ist aber kein Problem. Dazu einfach ins Chartheft gehen, dann entsprechend den gespeicherten Wert aussuchen und hier eine entsprechende Kennzeichnung vollziehen. Schwupp, da haben wir es auch schon. Gut, dann machen wir direkt mal weiter und schauen uns mal an, was sich hier noch so darbietet. Wir sehen heute den Australer noch sehr stark. Im Äquivalent dazu oder im Gegenzug dazu den Euro gegen Australdollar ganz schwach. Das ist natürlich auch eine Konstellation, die kennen Sie. Hier immer wieder diese Korrelationsverhältnisse beziehungsweise hier das Gegenlaufen. Deswegen auch immer Korrelation beachten. Aber es ist natürlich klar, dass wenn der Australdollar aufwertet, auch der Euro in Australdollar gehandelt, dann natürlich hier seine Schwierigkeiten bekommt. Und hier haben wir die Situation, dass wir übergeordnet ja, in einer Phase der Konsolidierung hier stecken, nach den starken Aufwärtsimpulsen der letzten Zeit. Es ist aber hier per se eigentlich noch durchaus möglich. Und das sehen wir hier sehr schön an der laufenden Sequenz, ja, dass wir hier ja, noch nicht fertig sein müssen mit dem Aufwertungs Gezetere. Ja, wir haben hier jetzt natürlich in den letzten Tagen eine klare Schwäche. Der Australdollar hat sich hier sichtlich erholt auf breiter Front. Es kann aber hier durchaus dazu kommen, dass man hier im Bereich 1,5230, suchen wir uns mal raus, schönes Support-Level hier, lässt sich auch herleiten aus 2014, dass wir hier von diesem Niveau ausgehend, das hat ja wirklich eine Relevanz, dieses Niveau, wenn wir hier nochmal hinlaufen, dass das hier eine schöne Kaufchance sein könnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Euro gegenüber dem Australdollar ja noch ein Stück weit weiter abwertet, also hier noch nicht fertig auf der Südseite ist. Aber wenn er hier eben dann bei 1,5250 etwa steht, dann mal aufgepasst, liebe Zuschauer, da kann es auch recht schnell gehen, dass der Markt hier dann wieder nach oben auftritt. Ja, also das ist hier wirklich eine Situation, die will ich mal nicht bestreiten und könnte mir hier, wie gesagt, gut vorstellen, zumindest tue ich das selbst, wenn der Preis hier in dieser Region ist, mal ein Stück weit lauern, ob man da nicht eine Entry-Möglichkeit findet, also ob man da nicht hier in den Markt kommt, um dann eben einer Long-Bewegung nach oben teilzunehmen, die ich, wie gesagt, mir gut vorstellen könnte, wenn wir da hinlaufen. Dazu aber auch immer den Australdollar eben im Auge haben, der hier natürlich dann maßgeblichen Einfluss darauf ausübt, wohin Verzeihung, wohin die Reise dann letztlich geht. Also hier ein Stück weit Potenzial nach unten noch, da dann aufgepasst. Schauen wir auf den Australdollar, US-Dollar, der wie gesagt heute hier sich sehr stark zeigt. Gebe dazu mal den Tageschart. Pullback an 1,0695 hatten wir auch im Stream. Ich hatte auch hier einen kurzen Short gestartet. Das klappte auch kurz. Seither habe ich den Chart hier nicht mehr geupdatet. Wir sehen dann sehr schön, dass hier nach einem neuen Tief direkt der Bulle nach oben ausbrach oder hier eben einen signifikanten Aufwärtslauf vollzogen hat. Aber jetzt müssen wir direkt nochmal gucken. Pfad, Punkt hinzufügen. Der Markt hier, Moment, hier jetzt eine gewisse positive Umkehr vollzogen hat, die auch beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier eigentlich jetzt zu einer weiteren Aufwertung oder eine weitere Aufwertung in jedem Falle begünstigt. Das sieht ganz gut aus. Jetzt haben wir natürlich hier nächstes Widerstandslevel vor Augen. Wäre hier unmittelbar bei rund 0,71. Hier auch das 50er Retracement-Level dieses Abwärtsbewegungsmomentums. Hier mal aufgepasst. Heute noch ein Spike nach oben und dann nach unten? Fragezeichen. Letztlich eine sehr, sehr spannende Situation. Schauen wir kurz nochmal auf die Saisonalität auch dazu. Sprich, inwiefern passt das mit dem Chartbild zusammen? Also direkt weiter anziehende Preise sieht die Saisonalität jetzt mal hier nicht vor. Aber auch mit Blick auf die nächsten 40 Tage ist das ein relativ klares Bild. Also hier nicht wirklich die große Euphorie zu finden. Und das deutet hier eben viel mehr an, dass wir in Bälde gegebenenfalls eine Short-Möglichkeit hier finden könnten. Also ein Stück weit rauf noch, das passt auch zum Bild Euro-Australdollar, noch ein Stück weit tiefer, um dann auf der Unterseite einen schönen Punkt, einen schönen Einstiegspunkt mitnehmen zu können. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hier mal abwarten, ob wirklich der große Turnaround gelingt, kann ich mir augenblicklich aber nicht so recht vorstellen, um es jetzt mal hier konkret an diesem Beispiel festzumachen. Gut.
Dann schauen wir mal direkt weiter auf das nächste Währungspaar. Hier im Tagesschart noch nicht aktualisiert, Euro-Britisch Pfund. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Auch den hatten wir im Devisenradar immer mal wieder im Fokus. Hier der Ausbruch auf Monatsbasis. Also Sie erinnern sich, das Level von 0,70. Ich habe es gebetsmühlenartig breit getreten. Das ist hier ein schönes Level gewesen. Hier gab es auch mal so eine Art Hammerkerze außerhalb des Bollinger Bandes. Die hat sich hier nicht wirklich umgesetzt. Das war dann ein Long-Ledge Doji, wie Sie hier sehen. Ähnliche Situation wie beim britischen Pfund US-Dollar. Allerdings hier auf Monatsbasis. Damals oder hier aktuell vorhin in der Betrachtung war es der Wochenchart. Letztlich Level getestet, leichte Erholung, wieder Rücklauf, leichte Erholung, wieder Rücklauf. Hier bei 0,74 ganz klar ein Widerstandslevel etabliert. Und jetzt kam es dann dazu im Sinne der Verteidigung von 0,70. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Level. Also oberhalb dieses Level bleibt hier eigentlich der Bias erstmal positiv im Big Picture. Sollte es dazu kommen, dass wir überhaupt hier nochmal hinlaufen, könnte das erneut eine schöne Einstiegschance sein. Aber jetzt war es erstmal so, wir sind hier ausgebrochen über ein sehr markantes Widerstandslevel, 0,74 als solches, und haben hier im Hoch fast das eigentliche Widerstandslevel bei, das war 0,7775 roundabout, fast punktuell erreicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wenn wir hier einen leichten Rücksetzer sehen, dann denke ich mir hier auf Tagesbasis kann das spannend werden, hier in diesem früheren Ausbruchsbereich, da sprechen wir von 0,7480. 0,7450, also wenn der Preis hier nochmal zurückkommen sollte in diese Area, da muss ich schon sagen, das wäre eine sehr, sehr schöne Kaufchance, um hier in den Markt reinzukommen. Wenn wir wirklich hier nochmal so einen Rücksetzer sehen würden, dann hier sicherlich eine sehr, sehr interessante Buying Zone, um dann auf einen Ausbruch über 0,7775 zu spekulieren. Wir haben einen kurzfristigen zwischengeschalteten Widerstand bei 0,7815 etwa. Aber hier gerade im Big Picture, wenn wir hier über 0,78 rausgehen auf Monatsschluss, ja, dann muss man hier sich an dieser Abwärtstrendlinie orientieren, an diesen Hochs bei 0,80, 0,82. Dann kann es hier auch gut und gerne nochmal einige 100 Pips nach oben gehen. Und beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar wäre das hier dann auf jeden Fall eine schöner Aufwärtsmove, eine schöne Aufwärtssequenz, die sich allerdings dann hier oben auch schon wieder um 0,82, 0,81 erschöpfen könnte, sofern der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin seine Relevanz behält. Und das müsste sich natürlich erstmal zeigen. Da sind wir natürlich noch nicht dran an diesem Niveau und jetzt muss er erstmal weiter ansteigen. Aber Rücksetzer wären für mich, also auf Monatsbasis Rücksetzer könnte es sogar bis 0,74 geben, aber eher so bei 0,74. 50 müsste Schluss sein. Das sehen wir eben hier auch im Tagesschart sehr schön. Hier dieses Level 0,7490, 0,7450. Also hier sollte er drehen. Und das wäre sicherlich mit einem engen Stopp eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um hier an der nächsten Aufwärtswelle teilzunehmen, sofern sich der Trend eben überhaupt fortsetzt. Was ergo aber in dem Fall bedeuten würde, das britische Pfund gewinnt kurzfristig weiter an Stärke, ja, um dann aber auch wieder in den übergeordneten negativen Bias zu verfallen. Das impliziert mal hier sozusagen die gegenwärtige Chartsituation beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Aber hier bleibt es dabei tradingtechnisch interessant. Sowohl eben auf Tagesbasis wie auch auf dem Big Picture muss man immer im Hinterkopf behalten. US-Dollar-Yen, den schauen wir uns auch noch an. Da hatten wir unlängst auch im Radar drüber gesprochen und der notiert so ziemlich genau an diesem früheren Widerstandslevel bei eben hier 118,60, 118,65. Hier auch eine Situation, wenn wir die Hochs vom Freitag, vom Montag überwinden. Also auch hier wäre ich überlegt, eine Pending sogar einzustellen oder live zu beobachten, was der Preis macht. Wenn der hier oben rausgeht, dann denke ich mal, sind, wie Sie es hier am blauen Tendenzpfeil auch sehen, relativ schnell Gewinne, Zugewinne möglich. Und das können wir auch mal mit der Saisonalität in Einklang bringen. Blick auf die nächsten 40 Tage sieht es hier. Also das ist eben das, was schön ist. Anders eben wie beim Australdollar, US-Dollar eben beispielsweise, haben wir hier die Situation, dass charttechnisch ein bullisches Setup sozusagen formiert wurde. Im Sinne der Verteidigung dieser Unterstützungszone hier, jetzt Attacke auf dieses ehemalige Unterstützungslevel, das ist aktuell noch ein Widerstand, geht der Preis aber hier rüber, speziell über 119, 118,90 Yen hier in diesem Bereich, zack, dann erhalten wir auch noch Rückenwind vom positiven Saisonalitätsfaktor und das wäre dann unterm Strich eine Gelegenheit hier
an einer weiteren Aufwertung in Richtung, ja, zunächst 120, 120, 50, 121 hier, aber da raus, so jetzt geht es besser, oder auch einer weiteren Aufwertung an diesen übergeordneten Abwärtstrend teilzunehmen. Das sieht interessant aus. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie es so schön heißt. Und das gilt es jetzt mal zu beobachten, wo hier der US-Dollar-Yen heute Abend sich noch hin bewegen wird. Also ein Ausbruch über 118,90 erscheint mir sehr, sehr interessant. So, jetzt mal, lieben Zuschauer, warten wir mal ab, was passiert. Jetzt sehe ich nochmal die Frage, wo kann man, mal mehrere, die Saisonalitätsindikation, die kommt vom Forex Bull. Das ist direkt so ein FTSE-Vektorlogik-Auswertungstool, was ich schon seit einigen Jahren benutze, was sowohl statistische Pattern-Analyse betreibt, als auch hier eben den Saisonalitätsindikator anbietet. Dazu gibt es auch den Seasonal Bull als Internetplattform, der das Ganze auch noch in Einklang bringt. Und das ist sozusagen eine ergänzende Software, allerdings lizenzpflichtig. Kann man kostenfrei testen, aber hinten raus, wenn man es denn dauerhaft nutzen wollte, wird hier eine jährliche Lizenzgebühr notwendig. Dennoch zeige ich es gern bei meinen Webinaren, bei meinen Analysen, um Ihnen da auch natürlich immer noch ein Stück weit Info mitzugeben, wie es denn hier um die Saisonalität bestellt ist. Das funktioniert nicht immer. Sie haben auch hin und wieder sicherlich die eine oder andere Analyse auch zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen unlängst mal gelesen. Mal gucken, ob wir die hier direkt finden. Hatten wir ja auch einen saisonalen Input. Warum kommt jetzt hier so viel, ohne dass ich jetzt hier spekulativ Short Kommentar, jetzt finde ich natürlich Murphy's Law. Damals weiter ein saisonaler fallende Messer greifen. Da haben wir die Saisonalitätsgeschichte hier mit dieser Auswertung. Auch hier nutze ich den TradeMinder zum Beispiel, ist eine US-Software, die hier saisonale Geflogenheiten aufzeigt und hier dann praktisch eben auch sehr schön eingefangen hat, wann es sich lohnen würde, unter saisonalen Aspekten eine Short-Position in dem Fall zu öffnen. Und dazu kam es ja auch. Wir haben hier den damaligen Chart. Sie erinnern sich an den aktuellen Chart. Hier gab es sogar einen Rücklauf auf 118,60 und dann das Tief in Richtung 116. Genau das ist hier passiert. Da der Rücklauf sogar tags drauf, dann das Tief jetzt wieder hoch. Und jetzt ist die Saisonalität eben bullisch. Gut, warten wir mal ab, was passiert. Ich bedanke mich erstmal für das positive Feedback. Danke für die Teilnahme heute. Wir waren wieder gut im dreistelligen Bereich. Das freut mich auf jeden Fall, dass so viele Zuschauer dabei sind. Wenn Sie mögen, dann natürlich in der nächsten Woche wieder in der bekannten Zeit 15 bis 16 Uhr. Manchmal switchen wir das Ganze spontan von 11 bis 12 in einer gewissen Ankündigung natürlich. Aber das muss man erstmal nach hinten raus abwarten, wie es in der nächsten Woche aussieht. Generell bleibt es erstmal bei 15 bis 16 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen jetzt erstmal ein gutes Händchen bei Ihren Trades. Vergessen Sie, wie gesagt, die anstehenden Events von JFD Brokers nicht. Da sind Sie immer recht herzlich eingeladen und da freue ich mich drauf, wenn wir uns da auch gern wieder mal begegnen. In diesem Zusammenhang, good trades again und eine gute Zeit, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.